Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lenny und heute widme ich mich der Fits in the Bottle Challenge von Seven vs. Wild vom lieben Herrn Meinecke. Es geht auch bald weiter mit meiner Serie zu meiner Wanderung im Darien Gap in Panama. Ich wollte aber dieses Video jetzt mal dazwischen schieben, weil ich echt heiß drauf war. Und sind wir mal ehrlich, es bringt wahrscheinlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf meinen kleinen Kanal. Ja, des Weiteren sei vorweg gesagt, in diesem Video werde ich nicht nur labern, sondern ich werde euch diverse Praxisbeispiele zeigen, wie ich meine Ideen in der Tat umsetze, dass es auch funktioniert und wie es eben möglich ist. Jetzt aber zur Flasche und da möchte ich vorweg ein paar Dinge klarstellen. Und zwar, wenn man sie packt, muss man sich natürlich erstmal überlegen, auf welche Strategie geht man. Außerdem gibt es ja mittlerweile noch zusätzliche Informationen zu den Voraussetzungen zu Seven vs. Wild Staffel 3, die einerseits von Fritz in einem Extra-Video und andererseits durch den Orga Max in einem Video mit Sascha Huber rausgekommen sind. Wir wissen mittlerweile, es wird ein Medikit geben. Dieses Medikit wird aber höchstwahrscheinlich nur für ernste Notfälle sein. Das heißt, da ist kein Pflaster drin, da ist keine Pinzette drin. Diese Kleinigkeiten, kleinen Wehwehchen, muss man dann mit der Flasche abdecken. Außerdem ist bekannt gegeben worden, dass es eine Art Bärenabwehr-Kit geben wird. Es steht noch nicht genau fest, woraus das besteht, aber ich denke, man kann mal davon ausgehen, dass es sowas wie ein Bärenspray beinhalten wird. Vielleicht auch diese Böller, die man in die Luft schießt, um die Bären durch einen lauten Knall abzuschrecken. Das heißt, das muss man mit dieser Flasche eigentlich auch nicht abdecken. Ich habe hier mein Close-Up-View und jetzt machen wir die Flasche mal auf. Hier sehen wir schon oben ein paar letzte Sachen reingequetscht, die ich jetzt ursprünglich nicht unbedingt geplant hatte reinzutun. Man sieht auch schon, es ist anscheinend nicht mehr ganz heil. Und das ist nochmal ein Extra-Pack Elektrolytepulver. Also Elektrolyte habe ich jetzt, kann ich jetzt schon mal sagen, hier von diesen kleinen Umschlägen 4 Stück drin. Das ist quasi gedacht für, wenn man mal wirklich, die Energie ist komplett unten. Man will aber noch nicht aufgeben, man will noch nicht raus, man muss noch ein bisschen durchhalten und will gucken, ob man wieder über den Berg kommt. Oder einfach zu wenig gegessen, zu wenig Power im Körper, dann packt man schnell so ein Elektrolytepulver ins Wasser und hat nochmal einen Schub Energie, um einfach nochmal über den Berg zu kommen und nochmal ein bisschen extra zu geben zu können. Ja, schauen wir hier das nächste. Mal gucken, was ich dann raus soll. Hier habe ich dann noch eine Tablette mehr, Schmerztablette reingepackt, Paracetamol, kann man glaube ich immer gut dabei haben. So, was habe ich dann als nächstes? Hier ziehe ich raus. Na, kommt's schon? Ja, doch. Nichts kaputt machen. Und zwar hier habe ich Vitamin C. Vitamin C Pulver, also reines Vitamin C. Einfach, wenn man nicht dort die richtigen Pflanzen findet, wenn man sich tagelang oder ein, zwei Wochen nur von Fisch ernährt zum Beispiel, dann kann es schon mal auch zu einer Mangelerscheinung kommen, was nicht gesund ist, und dann hat man hier eine extra Ladung Vitamin C. Wobei meine Strategie ganz klar wäre, in dieser Situation würde ich ganz klar auf Wildpflanzen gehen, also essbare Wildpflanzen, um einfach nicht nur vom Fischfang und von der Jagd abhängig zu sein. Das wäre auf jeden Fall meine Strategie. Ja, dann holen wir hier das nächste raus. Und das hatte ich hier an eine Schnur gebunden, falls es so feststeckt, dass man es nicht rauskriegt. Ich habe diese Flasche nämlich schon zweimal gepackt und wieder ausgepackt. Und am Anfang war es sehr schwer, diese erste Flasche rauszukriegen. Und hier habe ich mir abgefüllt 10 Milliliter bzw. ein bisschen weniger Dr. Bronners Naturseife. Weniger deswegen, dass man einfach noch so ein bisschen Spielraum hat, die ein bisschen zu quetschen, weil 10 Milliliter wird man nicht brauchen in 2 Wochen. Das ist einfach für die Hygiene. Ja? Hände waschen vorm Essen ist wichtig, dass man sich keine Erreger einfängt. Gerade wenn man zu zweit ist, ne, man geht ja in der Natur auch sein Geschäft verrichten und dann teilt man Essen miteinander, man geht auf die Jagd, man nimmt vielleicht Fische, Tiere aus und Zähne putzen. Das heißt so für die Grundhygiene, Hände waschen, Zähne putzen, hauptsächlich dafür, dass diese Grundhygiene einfach gesichert ist. Ja, was ziehen wir als nächstes raus? Hier sieht man schon lose rumfliegen. Na. Einen Nagel habe ich zum Schluss einfach noch reingesteckt, hatte ich ursprünglich nicht geplant,
Aber so ein Nagel kann auch mal ganz hilfreich sein. Hier haben wir, das kann ich glaube ich mal ausschütten. Da kommt ein bisschen von dem Elektrolytepulver mit. Lecker, lecker. Ja, hier haben wir nochmal Paracetamol, Schmerzmittel. Und dann ist rausgekommen, eines von diesen kleinen gepressten Baumwolltüchern. Wenn man die nass macht, dann kann man die auseinanderfalten. Das gibt dann etwa so ein großes Tuch, was aber so eine löchrige Struktur hat. Also das ist, ich habe es einfach mal reingepackt, weil es noch reingepasst hat. Ich hatte es jetzt nicht groß geplant. Zum Schluss, wenn dann halt, wenn alles Wichtige drin ist, dann quetscht man halt noch rein, was geht. Und dann denkt man nochmal drüber nach, okay, wovon könnte man noch mehr reinpacken? Oder was könnte man noch zusätzlich reinpacken? Und deswegen habe ich da, ich glaube, auch nur zwei von diesen Baumwolltüchern. Vielleicht war es auch das einzige. So, hier haben wir noch eine Elektrolyte. Ach, das ist das Kaputte. Ja, okay. Das andere war nämlich gar nicht kaputt. Das hier ist das Kaputte. Also Elektrolyte Nummer 2. Und jetzt kommen hier so ein paar lose Sachen. Hier sind die ersten Angelblei und ein Kunstköder, so eine Gummimade zum Thema Nahrungsbeschaffung, Angeln, Angelset. Und ein Feuerstahl ist rausgekommen. Das ist einfach ein Feuerstahl Light My Fire, von dem ich dieses ganze Plastikgedöns abgemacht habe. Hier haben wir den ersten Feuerstahl zum Thema Feuer machen. Ja, so, was kriegen wir als nächstes raus? Ich glaube, dann gehe ich hier mal auf die großen Sachen, dann wird das alles ein bisschen lockerer, oder? So, das nächste Fläschchen ist hier Octenisept. Das ist ein Desinfektionsmittel, also zum Wunden desinfizieren. Also wenn man mal einen kleinen Schnitt, einen Stich hat oder so. Also zum Thema medizinische Grundversorgung, so kleine Wehwehchen. So, hier kommen die nächsten Angelbleie. Und jetzt kann ich... Ah, das ist doch super. Also, was haben wir hier? Hier haben wir verpackt, einigermaßen hygienisch verpackt, in einem abgeschnittenen Finger von einem Gummihandschuh, zwei Zahnbürstenköpfe, ja, so ineinander gesteckt, dass die einfach ein bisschen weniger Platz einnehmen. Und damit habe ich auch schon rumexperimentiert. Das ist mein erstes Praxisbeispiel, wie man daraus wirklich eine funktionierende Zahnbürste macht. Meine erste Idee war einfach, einen Stock flach zu schnitzen und hier drunter zu kleben. Das habe ich aber getestet. Das hält nicht lange, das fällt beim Zähneputzen wieder ab. Und dann bin ich darauf gekommen, diesen Zahnbürstenkopf zu spalten. Also hier unten einen Spalt reinzumachen, hier noch eine kleine Rille reinzusägen. Und dann kann man den flachgeschnitzten Stock dazwischen stecken mit Harz und noch ein Band drum wickeln. Und dann hat man eine funktionierende 1A Zahnbürste. Also Thema Hygiene. Ich ziehe mal das Messer raus. Also hier sieht man schon die ganze Zeit das Messer übergucken. Ich muss dazu sagen, es guckt 1-2 mm aus der Flasche raus, über den Rand hinaus. Ich habe schon per Hand dran rumgefeilt. Aber per Hand ging das einfach zu langsam und eine Maschine habe ich nicht, müsste ich mir dann noch besorgen, um das wirklich auf die Größe runterzufeilen, dass es wirklich mit der Oberkante des Randes hier abschließt. Das ist aber eigentlich gar kein Thema, also man muss nur die Maschine haben. Aber jetzt ziehe ich das mal raus. Ja. Und dazu kann ich euch gleich, werde ich euch gleich zwei Sachen sagen oder noch mehr. So. Dieses Messer, das hier ist das EK Cordblade W9. Dieses Messer, wenn ich es kaufe, dann ist da eigentlich diese, also es ist schon so eine Paracord-Wicklung um den Griff, aber eigentlich aus diesem orangen Paracord, was ich hier hinten nochmal ein Stückchen dran gemacht habe. Ich habe das aber ausgetauscht durch dieses Firecord. Es wurde schon oft erwähnt, wahrscheinlich kennen es mittlerweile alle. Hier ist eine Angelschnur, eine Kevlar-Schnur, eine Zunderschnur. Ich glaube tatsächlich die 7 normalen dünnen Sehnen, Stränge. Und hier ist nochmal ein etwas dickerer innerer Strang. Ja, das heißt, hier hat man nochmal 2 Meter von diesem Survival-Paracord. Jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht, wenn ich dieses Paracord jetzt hier abmache, dann habe ich ja nur noch das rohe Metall in der Hand.
Dafür habe ich auch eine Lösung gefunden. Und zwar kann man das sehr gut einfach durch junge Baumrinde ersetzen und dann eine Wicklung aus Baumrinde da drum machen. Was ich hier auch mal beispielhaft gemacht habe. Man nimmt einfach einen jüngeren Trieb, schält da die Rinde ab und dann kann man das da drum wickeln. In meinem Beispiel ist es jetzt noch nicht ganz perfekt. Das kann man bestimmt noch schöner hinkriegen. Aber das Gute ist, wenn man diese frische Baumrinde in Form bringt und sie dann in der Form trocknen lässt, dann ist das nachher ein richtig stabiles Material, liegt auch gut in der Hand und es behält diese Form dann auch bei. Es will dann nicht mehr zurückspringen sozusagen. Ist dann also sehr formstabil. Und ja, hier ist auch eine Scheide drin, die aber nur eine Notfallscheide ist, um den Rest des Flascheninhalts zu schützen. Und auch dafür habe ich mir überlegt, kann man aus Baumrinde etwas bauen. Auch da einfach vom jungen Trieb, in dem Fall von Ahorn, abgeschält. Und dann legt man das einfach um die Klinge herum, biegt das quasi so rum, umwickelt das noch ein paar Mal. Und dann kann man das nachher auch sehr gut einfach hier mit dem Blumendraht, der hier auch gleich rauskommt, vernähen. Und wenn man dann hier noch so eine kleine Schlaufe durchmacht, dann kann man sich das Ding auch an Gürtel hängen. Und das ist jetzt mittlerweile, ich habe das gestern oder vorgestern gemacht, dadurch, dass es jetzt schon angetrocknet ist, ist das jetzt auch relativ fest. Also das fällt wirklich, das Messer fällt da nicht mehr raus. Jedenfalls nicht so leicht. Das heißt, da hat man dann auch eine gute Möglichkeit, sich einfach eine Scheide zu bauen. Die muss man nicht mitnehmen. Natürlich muss man bedenken, man läuft dann am Anfang erstmal ohne Scheide rum oder nur mit dieser Notfallscheide, die da drin ist. Aber ich denke, das ist eine gute Option. So, als nächstes haben wir hier ein paar Pfeilspitzen. Die habe ich einfach aus dem Blech von einer Konservendose rausgeschnitten. Die eine kleinere, die ist auch hier geschliffen. Die ist tatsächlich ein bisschen scharf auch. Und daraus kann man wunderbar Pfeile machen. Ist jetzt nicht ultra stabil, aber vielleicht trotzdem noch gefährlicher als einfach nur angespitztes Holz. Da braucht ihr nur einen relativ geraden Zweig. Der sollte nicht ganz frisch sein, weil in 2 Wochen kriegt man den nicht getrocknet. Am Feuer kann man das dann begradigen, indem man das erhitzt und dann gerade biegt. Und dann braucht man halt noch ein paar Federn. Da muss man Schwungfedern nehmen, die immer jeweils entweder alle vom linken oder alle von einem rechten Flügel stammen, damit die auch in die gleiche Richtung quasi gebogen sind. Am besten noch wirklich vom selben Vogel, vom selben Flügel. Aber wenn einem das nicht zur Verfügung steht, dann wenigstens sozusagen von der gleichen Seite eines Vogels. Dann kann man sich da einen wunderbaren Pfeil machen. Den habe ich dann auch mal probehalber mit der Zwille verschossen. So, als nächstes ist hier ein kleines Stück Panzertape drin. Nicht viel, aber ein kleines Extra, um mal irgendwas zu flicken. Dann haben wir hier zum Thema Notnahrung, könnte man sagen. Also das sind einfach 2 Vitaminbrausetabletten. Die waren eigentlich mal vakuumiert. Anscheinend ist das hier jetzt irgendwo undicht geworden, denn das Vakuum ist deutlich nicht mehr vorhanden. Das ist einfach nochmal ein kleiner Motivator, ein kleiner Energiebooster, um einfach fit zu bleiben über 14 Tage. Dann haben wir hier das Mikropur, und zwar das Flüssige. Hier hat man auch eigentlich mehr, als man wirklich brauchen würde für die Zeit. Und es empfiehlt sich sowieso nicht, jetzt über 14 Tage täglich nur dieses Wasser zu trinken mit diesem Zeug drin. Da sollte man schon dann noch eine Alternative suchen, also sich selber einen Filter bauen. Als nächstes haben wir hier auch wieder zum Thema Wasser und Nahrungsbeschaffung. War eigentlich auch vakuumiert, ist jetzt anscheinend auch undicht geworden wieder, aber auch zum Schutz einfach des Inhalts. Das ist ein Nylonstrumpf und in dem Nylonstrumpf befindet sich ein Zwillengummi, um sich eine Steinschleuder zu bauen. Da kann man dann einfach eine Astgabel absägen, Löcher reinbohren und mit ein bisschen Schnur macht man easy aus diesem Zwillengummi eine funktionierende Steinschleuder, mit der man auch auf kleine Tiere jagen kann. Ja? Dann haben wir jetzt hier das zweite Messer und da habe ich mich für ein Leatherman Signal entschieden. Und zwar habe ich sehr früh mir überlegt, aufgrund meiner Erfahrung im Dschungel, habe ich gelernt, wenn man draußen ist und ein Messer dabei hat und von diesem Messer abhängig ist, von der Funktionalität dieses Messers,
ist es sehr sinnvoll und eigentlich notwendig, dass man dieses Messer auch nachschleifen kann. Und darum habe ich sehr früh schon nach einem sehr kleinen Wetzstahl gesucht. Da gibt es sehr kleine Wetzstähle, aber dieses Laserman hat einen Wetzstahl mit da dran, eine kleine Schleifmöglichkeit. Das ist wirklich nicht viel, aber er funktioniert so fürs Nötigste, um einfach seine Klingen scharf zu halten. So, des Weiteren hat dieses Leatherman noch einen Feuerstahl, den man hier lösen kann. Und dann hat man quasi nochmal einen zweiten Feuerstahl. Also mit der funktioniert das 1A, weil die eine schöne Kante hat. Das heißt, man hat dann hier nochmal ein Messer, man hat hier nochmal eine Säge und hier hinten drin hat man die Ahle mit Nadelöhr und einen kleinen Schraubenzieher mit austauschbarem Kreuz- und Schlitzbit, was man dann nachher auch nutzen kann, um sich die Säge zu bauen. Denn die zweite Säge, oh, da kommt ein Kabelbinder mit raus, die zweite Säge, das ist die hier. Ja, also das ist ein sehr stabiles Sägeblatt, das ist eigentlich ein Sägeblatt für eine elektrische Säbelsäge. Und es ist sehr fest, es lässt sich kaum biegen. Das habe ich ein bisschen modifiziert. Hier hinten guckte eigentlich so ein kleiner Fortsatz noch raus, den habe ich abgesägt. Das war so ein Zentimeter. Und dann habe ich hier ein zweites Loch gebohrt für mehr Stabilität, damit es sich nicht dreht. Dass man das eben mit diesen Schrauben dann zusammen an einem Griff befestigen kann. Hier im Beispiel seht ihr jetzt auch, wie ich das mal gemacht habe. Man nimmt sich einfach einen kleinen Ast, sägt sich den zurecht, schneidet mit dem Sägeblatt einen Spalt hinein, bohrt mit der Ahle zwei Löcher durch und dann kann man auch mit dem Schraubenzieher die Schrauben dadurch festziehen und kann dann richtig gut am Ende damit sägen. So, als nächstes kommt raus ein Notfall-Biwaksack. Ein ursprünglich vakuumierter Notfall-Biwaksack, aber durch das Vakuumieren ist der sehr kompakt geworden. Die sind 2,10 Meter mal 90 Meter breit, aber als Sack. Man kann sie aufmachen, sie haben quasi diese Art Sollbruchstelle. Dann kann man sie öffnen und dann hat man eine Fläche von 2,10 Meter mal 1,80 Meter und das zweimal. Das heißt, da kriegt man zwei richtig gute Shelter mit hin. Und dann habe ich ihn umwickelt. Und zwar nicht nur mit Panzertape, sondern unter dem Panzertape so, hier ist Angelschnur und Blumendraht zum Fallenbauen, für Verbindungen, Shelterbau und natürlich zum Angeln. So, das ist nämlich dann quasi Shelter für die Person Nummer 1. Und dann können wir auch direkt mit dem zweiten weitermachen. Der ist jetzt auch frei. Das ist Notfall-Biwaksack Nummer 2. Und der ist umwickelt, jetzt hat sich ja auch schon ein bisschen abgespult, mit Kevlar-Schnur. Die soll ultra haltbar sein. Diese 1,18 mm starke Schnur soll eigentlich 145 Kilo Zuglast haben. Aber dazu muss ich sagen, ich habe sie getestet und sie hat nicht gehalten, was sie verspricht. Ich habe mich da mal mit meinem ganzen Gewicht drangehängt. Ich bin jetzt für meine Größe kein schwerer Mensch. Ich wiege um die 80 Kilo und da ist sie tatsächlich gerissen, muss ich sagen. Aber der Gedanke war jetzt hier eine ultrastabile Schnur zu haben. Also vielleicht holt man sich da nochmal eine, die ihr Versprechen auch hält. Ich habe sie jetzt hier dann vielleicht als Platzhalter für etwas Stabiles, aber sie ist auch so schon sehr stabil. Das sind 34 Meter Schnur. Hier übrigens dieses Stück, was hier oben dran war, das sind etwa 9 Meter Schnur nochmal. Das heißt, wir haben hier schon über 40 Meter Schnur. So, dann hole ich hier nochmal die ganzen Kabelbinder raus. Es sind 6 Stück an der Zahl. Kabelbinder, die wiederverwendbar sind. Das heißt, die kann man halt irgendwie benutzen als Ersatzkarabiner oder so. Wenn man sich das Messer an den Gürtel hängen möchte, sind die auf jeden Fall ganz gut. Ich habe sie auch nur reingepackt, weil noch Platz war und die kriegt man halt schön von oben einfach in die schmalen Spalte noch reingeschoben. Das ist ganz easy und wenn es reinpasst, warum dann nicht mitnehmen? Als nächstes haben wir hier
ein paar Pflaster, nicht viel, aber für ein kleines Wehwehchen das Nötigste. Da kommt nochmal etwas Angelblei und dies ist mein kleines Nähset, bestehend aus zwei nicht ganz so kleinen Nadeln und extra starkem Nähgarn, umwickelt einfach zum Schutz mit nochmal ein bisschen Tape. Dann kann ich euch als nächstes mal diese Notscheide oder Ersatzscheide zeigen. Die ist wie gesagt einfach, um den Inhalt der Flasche zu schützen. Und man sieht, die Klingenspitze guckt raus. Einfach aus dem Grund, wenn jetzt hier nochmal Scheide bis zur Spitze gehen würde, dann wäre das Messer im Gesamten nochmal 1-2 mm länger. Und dementsprechend müsste man hier nochmal mehr abschleifen. Und um das zu verhindern, habe ich einfach die Spitze freigelassen. Als nächstes haben wir hier das Kochgefäß. Ja, das hier ist einfach eine Fettauffangschale aus dem Grillbereich. Und die habe ich etwas modifiziert. Man sieht es hier, kleine Ösen reingemacht auf zwei Seiten, dass man die einfach auch aufhängen kann einfach. Also das ist, dass man die nicht zwangsläufig nur hinstellen muss, sondern ganz simpel einfach Draht rein und schon kann man sie aufhängen. Also hat man hier ein kleines Kochgefäß. Ich habe die jetzt noch nicht im Dauereinsatz getestet, aber eine Weile sollte sie auf jeden Fall halten, zumindest fürs Erste, bis man vielleicht sich selber vor Ort einen Ersatz gemacht hat. Fand ich auf jeden Fall eine super platzsparende Lösung, hier ein kleines Kochgefäß mit reinzupacken. Auch schon ganz oft gesehen, Brühwürfel. In diesem Fall habe ich zwei vegane genommen. Also jeder Brühwürfel für einen halben Liter Brühe, auch zum Thema Noternährung, Notnahrung. Wirklich Motivator, wenn die Energie low ist. Dann haben wir hier nochmal viermal Paracetamol. Das kommt auf den Stapel für die Notfallmedizin. Als nächstes haben wir hier die Säge Nummer 3. Einfach als kleines Backup. Hier Säge Nummer 3, eine kleine Drahtsäge, wenn man mal doch etwas stärkere Stämme sägen muss. Ja, hat reingepasst, nimmt so gut wie gar keinen Platz weg, deswegen ist sie drin. Dann kommen wir zum Angelset. Ja, also alles, was bisher so drin war, das habe ich nur so extra reingeschmissen, beziehungsweise die Bleie und die extra Köder. Aber hier haben wir nochmal Stahlvorfächer. Nochmal die kleinen Gummimaden, einen größeren Gummifisch, Haken in verschiedenen Größen und als Posen habe ich mir gedacht, als Schwimmer, einfach ein paar Wasserbomben, also diese kleinen Luftballons, die kann man einfach ein bisschen aufpumpen, ranbinden und schon hat man einen Schwimmer. Und zum Thema Nahrungsversorgung. So, jetzt kommen hier mehrere Sachen raus. Da ist nochmal Angelblei. Dann haben wir hier eine der Schrauben für die Säge. Da müsste auch noch eine zweite kommen. Noch mehr Angelblei und noch mal eine Gummi. Achso, ja, das kam hier ja auch eben schon raus. Genau. Ja, Zunderschnur. Einfach ein bisschen Zunderschnur. Kann man aufdröseln. Es sind jetzt 14 von diesen Strängen. Das heißt, ich habe theoretisch für jeden Tag einmal so einen Strang als Notfall, wenn man keinen Zunder findet. So, was habe ich gerade noch rausgeschüttelt? Dann haben wir hier einen kleinen Sekundenkleber, weil er reinpasste. Das ist auch vielleicht sogar zum Thema Notfallmedizinkit. Dann hier, da hat die Vakuumierung tatsächlich nochmal gehalten, wobei es auch ein bisschen gequetscht ist hier. Das sind viermal Pillen für Magen-Darm-Durchfall, wenn man mal eine kleine Durchfallerkrankung hat, um nicht gleich aufgeben zu müssen. So, mehr Angelblei und nochmal ein kleines Baumwolltuch. Da haben wir die zweite Schraube. Also das hier sind jetzt die beiden Schrauben für das Sägeblatt. Und dann auch zum Thema Notfallrationen sozusagen. Hier einfach Kräutersalz. Ja? Nicht kein simples Salz, sondern das geile Kräutersalz, was einfach jedes Essen gefühlt besser macht. Mein Favorit. Zum Thema Nahrung. So, und die letzten beiden Sachen, na, da ist noch ein bisschen mehr, das war's. So, was haben wir da? Eine kleine Pinzette für den kleinen Splitter zwischendurch und nochmal so eine Gummimade, ein bisschen dreckig geworden, da ist wohl das Kräutersalz am Auslaufen.
und nochmal hier Elektrolytepulver. Das heißt, ich habe jetzt hier viermal Elektrolytepulver, ich habe Kräutersalz, ich habe zweimal Traubenzucker, zweimal Multivitamintablette, zweimal Brühwürfel und Vitamin C. Dann habe ich Medizin, Desinfektion, Schmerztabletten, ein paar kleine Pflaster, eine Pinzette, etwas gegen Durchfall und, oh, und Sekundenkleber. Dann habe ich zwei Messer, drei Sägen, zwei Feuerstähle, zweimal Notfallbiwak, jede Menge Schnur, Angelset, Zwille, Pfeilspitzen, zweimal Zahnbürste, Seife, Thema Hygiene, Wasseraufbereitung, ja, und diversen Kleinkram. So, und für den, der sich auch mal schon mal die Frage gestellt hat, ob es reinpasst, ich habe es nämlich ganz am Anfang mal getestet. Das hier ist mein Ultralight-Tab, das Amazonas Ultralight oder Amazonas Ultralight Adventure-Tab oder so heißt das, glaube ich. Also das würde für zwei Personen eigentlich sowieso nicht so richtig ausreichen. Und ich habe es dann auch mal ohne Verpackung, ich habe die Schnüre entfernt, einfach um es so platzsparend wie möglich zu machen, um mal zu gucken, ob es reinpasst. Und dann habe ich es eben auch vakuumiert. Das ist wirklich, ne, das tut fast schon weh, wenn man sich damit haut. Das ist wirklich sehr fest jetzt, aber es passt einerseits zumindest in dieser Form nicht durch die Öffnung. Man könnte es natürlich länglicher machen, dann wird es auch durch die Öffnung gehen. Aber den Platz, den das einnimmt, für die Dachfläche, die ich davon habe, das lohnt sich einfach nicht. Ich wollte es am Anfang mal ausprobieren und jetzt habe ich es euch mal gezeigt. Das war meine Flasche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir gerne mal, welche Idee euch besonders gefallen hat. War da was dabei, was ihr noch nicht gesehen habt? Ich meine, eigentlich hat man alles schon mal irgendwo gesehen. Und vor allem, habe ich irgendetwas vergessen? Oder ist das die falsche Strategie? Sollte man mehr auf größere Objekte gehen, bessere Qualität? Sollte man vielleicht ein drittes Messer einpacken für den Notfall? Ich hatte auch überlegt, Pfeifen reinzupacken. In einer Version meiner Flasche haben die reingepasst am Ende. Zwei klitzekleine Pfeifen. Aber dann habe ich wiederum sogenannte Experten gesehen, die sagen, mit Pfeifen lockt man Bären eher an. Und ich denke, sowieso in so einer Survival-Situation sollte man eigentlich immer in Sichtweite bleiben. Und für die Bärenabwehr kriegt man dann wahrscheinlich sowieso dieses Kit mit von einem Orga-Team. Ich denke, meine Flasche ist ziemlich vollständig. Meiner Meinung nach die vollständigste Flasche, die ich bisher gesehen habe. Ich bin gespannt, was andere noch so machen. Und vor allem bin ich sehr gespannt, was die endgültigen Flaschen der Teilnehmer sein werden. Ich werde mich auch noch bewerben. Vielleicht werde ich ja dann mit dieser Flasche sogar teilnehmen. Wer weiß, mal sehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut euch gerne mal auf meinem Kanal um. Ich war im ecuadorianischen Dschungel. Ich war in Panama. Da ist ein bisschen was Interessantes dabei. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Also, wir sehen uns demnächst und haut rein. Bis bald.